Moin, sind ihr Füchse da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Minecraft. Wir sind gerade dabei, unser kleines Ferienhaus hier aufzubauen. Wir wollen ja hier den guten Templar-Assassin nicht so ganz alleine lassen und ich finde, das ist bis jetzt schon ganz muckelig geworden. Die Nacht bricht herein, ihr wisst, was das bedeutet. RPTP-Fuchsturm, wir holen uns eben ein bisschen Glas. Hallo. Ja, schnell muss man sein. Wir holen uns eben ein bisschen Glas und... Alter, wie sie sich wieder alle sammeln. Glas, 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 Glas. Wo ist das Glas? Mir wäre so, als hätte ich noch Glas gehabt. Da. Glasscheiben. RPTP. Ferienfuchs. So, es ist Nacht. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir müssen uns hier schnell zu einer sicheren Unterkunft verhelfen. Sonst sind wir ja bald nicht mehr sicher. Und wir haben noch kein Dach. Ohne Dach ist gefährlich. So. Jetzt müssen wir eigentlich noch einen draufsetzen, ne? Einen oben drauf müssen wir noch. Machen wir das wieder aus Akazie? Ich würde sagen, ja. Komm, dann nehmen wir Akazie für. Bums, bums, bums. Auch nach außen? Ich glaube, außen hin... Nicht, oder wollen wir die Akazienschicht benutzen? Nee, ich glaube nach außen hin nicht. Außen machen wir nochmal Birke. Ja, doch. Birkenholz. Und innen packen wir Akazie hin. So. Das nimmt doch schon Gestalt an. Ach, scheiße. Versagt! Oh, ich glaube, uns reicht das Akazienholz nicht, oder? 3, 1, 2. Oh! Das ist nicht mal knapp. Hoi, hoi, hoi. Au, scheiße. Ach, so, wir müssen erstmal ein kleines Schildchen hier aufbauen, ne? Ich brauche auch noch ein Tor. Wir machen erstmal ein Schild dran. Blaufuchses Ferienhaus. Düpp, 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 düpp. Nee, so nicht. Nee, so auch nicht. So, ich habe gerade keine blaue Farbe mehr. Das ist ja doof gelaufen. Hab ich noch Fackeln? Ja. Wir packen jetzt erstmal da. Also, Fackeln sind halt immer so ein bisschen hässlich. Aber so übergangsweise ist es jetzt erstmal besser als nix, ne? Aber eigentlich wollen wir schon Lampen haben. Fackeln sehen halt scheiße aus. Lass uns Lampen holen gehen. RPTP Fuchsturm. Buff. Hup. Kommen Sie rein. Ich freue mich immer über Besuch. So, man muss die Nacht halt nutzen. Oh, jetzt war es nix oben. Silber, ich brauche Lampen. Okay, RPTP Insel Fuchs. Ne, Ferienfuchs. Ups. So. Oh, der Teleporter ist jetzt oben drauf. Au, scheiße. Das müssen wir noch ein bisschen optimieren. So, wir brauchen... Ich würde sagen, weil ja die Decke aus Akazie ist, machen wir die Lampen auch an so Akazien-Dinger dran. Ah, es könnte ein bisschen tief werden. Warte mal. Hier mal gucken, aber ich glaube, das wird... Ja, es hängt zu tief. Das ist scheiße. Eigentlich müsste es noch ein höher sein, aber dann ist es echt hardcore hoch. Wie macht er das denn hier? Wie machen denn andere das mit den Lampen? Kann ich die auch direkt unter die Decke hängen? Oh ja, geil. Alles klar. Ich nehme alles zurück, das... Mega gut ist das so. Wir hängen das einfach direkt da drunter. Viel einfacher. Hupsala. Ich habe bei mir so ein mottenartiges Vieh. Kann man das nicht erlegen? Hab keine Ahnung. Was?
Hab keine Ahnung, wie if das Vieh mit dem Schwert angegriffen, aber es kommt immer wieder. Ist ein Phantom, dauert ein bisschen. Oh, oh Kacke. Scheiße. Ich hab mein Dach kaputt gemacht. Läuft. So. Phantom, super nervig. Muss sie 3-4 Mal schlagen. Ich weiß nicht, wie oft. Man muss es wirklich ein bisschen öfter tun. So, hier packen wir eine hin. Da packen wir eine hin. Reichen 2 Lampen? Nee, komm, noch eine dritte dahin. Jetzt ist es schön muckelig. Ich muss sagen, oh, Minecraft, wieso gehst du wieder in den Background? Was soll das? Hier ist es mal wieder. Und ich weiß nicht, wieso. Ich mach nichts. Einfach während des Spiels, swap und Background. Keine Ahnung, was da los ist. So. Okay. Dann bauen wir uns hier noch dies hin. Und dies hin. Aus den Akazien. Wir haben noch ein bisschen Zaun. Tatsache. Eigentlich müssen wir... Nee, wir brauchen kein Tor. Ist halt echt ein bisschen eng, ne? Du kommst hier rein und zack, sofort ist hier ein Haus. Instant. Das ist schon ein bisschen doof. Aber es ist nun mal, wie es ist. Man könnte... Nee, wir lassen das so. Das passt schon. Das ist halt nun mal so. So, dann werden wir jetzt ein bisschen... den Zaun noch überarbeiten. Nabend. So. Okay. Wir könnten natürlich hier diese Kante wegmachen. Dann ist das nicht so steil. Ja, so ist es besser. Warten Sie. Dann hacken wir das eben noch weg. Und machen da schön Modder draus. Niemand wird's erfahren. Dann kann man hier auch besser langlaufen. So, okay. Um ein bisschen Dynamik reinzubringen, aber jetzt hier den Zaun ruhig so um die Ecke. Hauptsache, wir kommen da irgendwie noch lang. Hier wird es halt wirklich eng. Man könnte natürlich jetzt hier die Terrasse hinbauen, aber ich würde das oben drüber packen, ne? Da machen wir einfach so ein Holzstängel, 2 Stück da unten hin, die halt richtig, au, scheiße, richtig hoch sind. Ach Mist, jetzt bin ich runtergeeiert. Und dann passt das. Komme ich da irgendwie wieder hoch? Ne, wir müssen den langen Weg gehen. Man muss auch mal den langen Weg gehen, Leute. Au, scheiße. Man muss auch mal den langen Weg gehen. Außerdem kann man dann schön die Beleuchtung genießen. Zip. Und dann wird das, glaube ich, ganz muckelig. Da müssen wir nur ein bisschen Inneneinrichtung machen. Kommen wir aber noch zu. Ich will sagen, noch eine 2. Etage noch oben drauf. Man will sich auch ein bisschen Platz, will man haben. Weil so ist es schon sehr muckelig. Dann machen wir uns hier so eine kleine Sitzecke hin. Ja. Wir müssen nur gucken. Wir müssen halt irgendwie auch nach oben kommen. Aber das würde ich dann über eine Leiter machen, weil es ist einfach etwas eng hier drin. Also wenn wir da jetzt noch eine Treppe oder sowas bauen wollen würden... Dann würden wir auch Fenster verdecken. Deswegen würde ich sagen, tatsächlich dann einfach hier, weil es geht, wieder ein Loch reinpacken. Zip. Machen wir dann eine Leiter nach oben. Und packen noch eine 2. Etage drauf. Ich will dir doch nur ein paar hübsche Sachen geben. Ich bin hier gerade am Bauen. So. Ich muss kurz heim mir Leitern holen. RPTP Fuchsturm. Zack! Türchen zu, Türchen auf. Hallöchen, was ist das? Ein Pumpkin, neues Rezept. Ach du Scheiße. Wir werden beschmissen mit Dingen. Und CDs. Schallplatte Cat. Oh. Das Schwert nicht. Wup. Einfach behalten. Das behalte ich jetzt. Dankeschön. Dankeschön. Was haben wir jetzt alles bekommen? Weißer Teppich. Eisenblock. Den weißen Teppich können wir. Plattenspieler können wir direkt schon benutzen. Noch ein bisschen. Freudigkeitsanimation machen. Whee! Und sogar Leitern haben wir. Nice. So.
RP, upala. RP, TP, Ferienfuchs. Das muss ich mir merken. Ich kann es mir nicht merken. Wupp, au! So. Läuft, ey. Hier ein paar Leitern hinpacken. Bums, 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 bums. Okay. Genau 5. Optimal! Optimal! Besser geht das gar nicht. So, dann machen wir jetzt hier wieder die Eisenblöcke T-förmig aufbauen und dann den Kürbis oben drauf. Dann wird das so ein Golem. Ich hab noch nie so einen Eisengolem gemacht. Ich glaube, das könnte so ein Golem werden. Oh, cool. Das machen wir dann bald. So, Moment. Ich muss aber jetzt erstmal mich um 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Oh, warte, hier muss eigentlich auch noch einen. So machen wir das. Nee, doch nicht. So machen wir es nicht. Wir machen das so. Ich möchte viel Licht in meiner Ferienwohnung haben. Licht ist mir wichtig. Oh nein. Okay, wir haben noch. Ich wollte gerade sagen. Hauptsache, das geht hier nicht aus. So. Das ist dann ja ein gebauter und kein gespawnter. Der geht nicht auf Spieler los. Ja, das ist doch schön. Dann kann ich den für mein Ferienhaus im Garten stellen. Ich habe hier so viel Platz. Bau den bei deinen Feldern. Okay. So, das heben wir uns aber fürs nächste Mal auf. Okidoki. Okidoki. So. Jetzt machen wir hier schon mal Fenster rein, dass ich das nicht vergesse, wo die hin sollen. Wir müssen nur dran denken. Moment, hier. Wir machen das anders. Warte. Falsch. Ups. Oh. Jedes Mal ein Scheißgeräusch. Au. Wir wollen ja noch eine Terrasse bauen. Das heißt, wir machen hier ein Dreierfenster draus und lassen das hier zu. Dann können wir nicht hier die Tür reintun. Reintun! Wunderbar! Nun kann nichts mehr schief gehen. Okay. 1, 2. Ja, so haben wir jetzt mal ganz spontan und ungeplant ein Ferienhaus gebaut. Das muss man auch mal machen, nicht wahr? Zack, zack. Ja, man muss auch mal für sich was Gutes tun, ne? Das ist halt nun mal, wie das ist. Oh, ich habe irgendwie Scheiße gebaut. Ist aber nicht so schlimm. Kriegen wir geregelt. So, oh, ich hoffe, das Holz reicht noch, aber es scheint zu reichen. Okay, Fenster. Und dann nur noch ein Dach. Fürs Dach brauchen wir gleich wieder noch eine Runde extra Akkords hier. Und das Problem ist, die haben wir nicht mehr. Da müssen wir nochmal bei. Zip. Herrlich, hier sind wir auf jeden Fall noch safe. Den Ort kennt hier noch keiner. Niemand weiß, dass ich hier bin, weißt du? Das ist halt neu. RP, TP, Fuchsturm. Wir holen uns eben noch schnell pinke Farbe. Mäp, mäp. Zip. RP, TP, Ferienfuchs. Zack. Und wenn wir schon mal dabei sind, können wir wenigstens auch schon mal das Schild schön machen. Naja, schön. Naja. In Anführungszeichen.
Aber wir müssen das nochmal überarbeiten. Können wir ja eigentlich auch hier eher so hinstellen. Direkt vor den Weg, dass man sieht, dass das noch nicht fertig ist. Machen wir hier hin. Hier entsteht das Ferienhaus vom Blaufuchs. Zack, zack, zack. Fertig. Und buff. Wunderschön. Kann man jetzt überhaupt nicht mehr lesen, ohne dass es in den Augen brennt. Ja, so muss das sein. So muss das sein. Das ist ein bisschen hoch geworden, muss ich sagen. Und ein Deckel noch drauf und auch noch ein Dach drauf. Ist schon doch ein etwas größerer Apparat geworden. Aber es wird ganz gemütlich. Das ist ein gemütliches Ding. Wir wollen das hier gemütlich haben. Abschalten von der vom Stress des Alltags und so, ne? Das ist der Plan. Das ist der Plan. Sind die Akazienbäume schon gewachsen? Nö. Warum nicht? Ich bin doch die ganze Zeit hier und baue. Ich brauche Akazienholz. Na, einer, ne? Einer ist gewachsen, den können wir auch wieder abernten. So. Den knölzen wir eben weg. Ach, da doch hinten. Läuft. Meine Akazienfelder wachsen und gedeihen. Man muss es sich einfach nur sehr, sehr doll wünschen. Ja, wunderbar. Das ist auch ein echt großer Baum geworden. So, aus 10 Stück kriegen wir doch ein bisschen was raus. Das könnte gegebenenfalls fürs Dach schon wieder reichen. Aber Zäune brauchen wir auch noch. Na, wird knapp. Ne, hat nicht ganz gereicht. Okay, wir müssen noch einen fällen. Habe ich eigentlich Platz für Nachbarn? Nee. Hier kann keiner hin. Also ich kann gar keine Nachbarn mehr bekommen. Eigentlich ganz nice. Nur da hinten, ne? Also hier vorne raus, da kann natürlich sich jetzt jemand dann einquartieren. Also wenn jemand Nachbar werden möchte. Ich habe schon so eine Ahnung, wer sich als erstes greifen wird. Aber noch besteht die Möglichkeit, Nachbar des Blaufuchses zu werden. Dann könnt ihr mir ganz nah sein und wir können gemeinsam den Urlaub ein bisschen grillen und so, ne? Was man so macht. Blüm, blüm, blüm. Ich pflanze mal hier noch so ein Ding. Aber es ist erstaunlich, wie langsam die wachsen, ne? Oder? Dafür, dass ich so viele da angepflanzt habe und erst ein einziger groß geworden ist. Plus natürlich die da vorne, aber... Das zählt ja quasi nicht. So, bitte kaputt gehen. Ich brauche dein Holz. Danke. Uff. Okay, das könnte jetzt aber reichen. So. Dobi geht ja erstmal ein bisschen was. Da brauchen wir noch Zäune. So, dafür müssen wir erstmal so eine Werkbank bauen. Boop. So. Zaun. Irgendjemand meint, ich muss irgendwas drücken. Rechte. Ach, guck mal da. Wie geil ist das denn? Rechte Maustaste und läuft. Läuft. Wir brauchen Stöcker, haben wir, und Akazie. So viel wie geht, bitte. Bums. 21, naja, besser als nix. Da kommen wir ein bisschen weiter. Den noch eben. Ja, ich höre dich. Entspann dich doch mal. Ich bin hier am Zaun bauen. Hat wieder nicht gereicht. Verdammter Mess. Noch nicht mal eingezäunt ist das hier. Aber gut. Ihr Lieben, die Aufnahmesession ist damit leider für heute erstmal zu Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Naja.
Hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.